Hallo, ich bin Stefan von der Deutschen Digitalen Bibliothek, einem von vier Veranstaltern des Kulturhackathons Coding Da Vinci. Coding Da Vinci ist ein Programmierwettbewerb, der die Kulturschätze in den Depots und Magazinen der deutschen Museen und Archive ausgräbt. Viele dieser Kulturschätze liegen bereits in digitaler Form vor. Und mit diesen digitalen Bild- und Tondateien kann man ganz anders umgehen als mit den kostbaren Originalen. Man kann sie verändern, man kann sie kopieren, man kann sie auf seinem Smartphone mitnehmen, heraus aus dem Museum, in die Welt. Insgesamt sind diese Daten ein Rohstoff für neue kreative Anwendungen, sogar für Kunst. Und genau diese Erfahrung haben wir im letzten Jahr gemacht, als wir Coding Da Vinci zum ersten Mal durchgeführt haben und von der Kreativität der Teilnehmer richtig weggeblasen worden sind. Der Cyber Beetle zum Beispiel bringt einen Atlaskäfer zum Tanzen. Die Webseite Verbrannte und Verbannte erinnert uns an die von den Nazis verfemten Autoren und ihre verbotenen Bücher, die inzwischen in Vergessenheit geraten sind. Und schließlich weckt uns der Zwitscherwecker mit den Vogelstimmen aus dem Naturkundemuseum Berlin jeden Morgen, bis wir endlich den richtigen Vogel zu der Vogelstimme erraten haben. Im letzten Jahr haben unsere Entwicklerinnen und Designer mit 325.000 Mediendateien arbeiten können. Tolle Summe. Aber wir hatten auch ein großes Problem. Die Dateien waren nicht alle sofort und auch nicht im gleichen Maße einsetzbar. Vielmehr mussten sie aufbereitet werden, was daran liegt, dass in den Museen und Archiven die Digitalisierung häufig zu Inventarzwecken und für die wissenschaftliche Forschung stattfindet und die Daten deswegen in speziellen Formaten vorliegen und sogar mit speziellen Programmen geöffnet werden müssen. Die Daten müssen also aufbereitet werden. Das kostet die Zeit der Entwickler, die sich bei Coding Da Vinci in ihrer Freizeit engagieren. Wir haben beschlossen, das muss 2015 anders werden. Lieber mehr Zeit für kreative Ideen. Die Daten müssen sofort einsatzbereit sein. Die Designer sollen designen, die Programmiererinnen programmieren und nicht ihre Zeit im Wettbewerb mit dem Putzen von Daten verbringen. Daher möchten wir in diesem Jahr vor dem Hackathon Helping Hands einsetzen, die die Daten für den Hackathon einsatzbereit machen. Und nicht nur für den Hackathon. Wir lassen sie so aufbereiten, dass sie auch über Plattformen wie die Wikipedia für die ganze Welt verfügbar sind. Das kostet Geld. Um diese Arbeit bezahlen zu können, brauchen wir dich. Unterstütze unsere Startnext-Kampagne. Du kannst zwischen einem Dankeschön und der Spendenoption wählen. Wir Veranstalter, die Deutsche Digitale Bibliothek, die Servicestelle Digitalisierung Berlin, die Open Knowledge Foundation Deutschland und Wikimedia, stehen dafür ein, dass der Kulturhackathon Coding Da Vinci stattfindet und alle Daten, alle Apps für alle frei verfügbar sind. Mit deiner Hilfe sorgst du dafür, dass die Daten ready to go sind. Und erzähle auch deinen Freunden von Coding Da Vinci.